Hey Chris, steig ein, es wird ernst. So, gestern nochmal die Nachrichten gehört. Angela Merkel hat gesagt, das ist die schlimmste Wirtschaftskrise seit 1945. Es gibt ein riesengroßes Problem für die Angelgeschäfte. Die Lage ist absolut dramatisch. Wir müssen unbedingt was tun, um den Angelgeschäften zu helfen. Ganz kurze Einordnung der Situation. Heute vor genau 6 Tagen, letzte Woche Donnerstag, war der schwarze Donnerstag. Börseneinbrüche. Und innerhalb von 48 Stunden wurde von der Bundesregierung beschlossen, dass mit sofortiger Wirkung alle Angelgeschäfte, also alle Geschäfte geschlossen werden des öffentlichen Lebens, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Davon betroffen sind natürlich auch die Angelgeschäfte. Mir fällt es wirklich schwer, die richtigen Worte dafür zu finden. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten Angelgeschäfte, die wir in Deutschland haben, sind kleine Familienbetriebe. Da steht der Vater mit der Tochter, mit dem Sohn im Angelladen, 1 bis 2 Mitarbeiter. Das ist die Angelbranche. Die kleinen Läden, wo wir jeden Tag hingehen, unsere Maden kaufen, unsere Würmer kaufen, unsere Köder kaufen, unsere Ruten kaufen. Die meisten dieser Geschäfte stehen jetzt schon vor dem Aus. Ich habe jeden Tag mit den Händlern telefoniert und habe mit ihnen darüber gesprochen, was die Situation für sie bedeutet. Wir müssen jetzt was tun. Ich gebe jetzt ganz kurz einen Überblick, wo wir uns befinden. Bei uns sind natürlich auch die Kitas geschlossen. Filmt ihr gerade einen Film? Ja, wir filmen einen Film. Also das ist unser Büro, liebe Angelfreunde. Bei uns sind natürlich auch die Kitas und Schulen geschlossen. Wir haben auch die Kinder mit auf Arbeit. Wie geht's dir? Gut. Alles in Ordnung? Ja. Was machst du Schönes? Naja, ich male Bilder aus, gucke hier auf den Computer, gucke Handy und baue Lego. Ich gehe kurz ins Studio. Ja. Papa, ja? Halt's an. Guckst du denn da, Pippe? Star Wars. Ciao. Okay. Einmal kurze Einordnung, wo wir uns befinden. Das ist nicht der dritte Vlog, auch wenn das jetzt online geht. Vlog 1 ist online. Vlog 2 ist online. Vlog 3 würde jetzt normalerweise kommen. Ich kann in dieser Situation die Vlogs nicht online stellen, ohne etwas dazu zu sagen, ohne dabei an unsere Angelgeschäfte zu denken. Wir können jetzt nicht die Vlogs hochladen, gute Laune, gute Stimmung verbreiten. Die Situation ist absolut dramatisch im Moment für den Angelsport, für die Angelgeschäfte. Sie haben Miete zu bezahlen, sie haben Mitarbeiter, sie haben Investitionen, sie haben Waren eingekauft für die Saison. Normalerweise geht jetzt die Saison los. Normalerweise verbrauchen die Angelgeschäfte im Winter ihr Erspartes, ihre Rücklagen und wissen dann, okay, ab April, Mai geht die Saison wieder los. Spätestens zu Ostern kommen die Leute wieder in die Angelgeschäfte, kaufen Maden, kaufen Forellenzeug, bereiten sich auf die Saison vor. Stand heute, Donnerstag, 19. März, 10.20 Uhr, stehen viele dieser Angelgeschäfte vor dem Aus. Wir nehmen euch mit auf diese Reise, auf unsere Reise durch die Krise und gemeinsam helfen wir den Angelgeschäften. Als erstes drehen wir jetzt das Ankündigungsvideo für die Angler und für die Angelläden, damit alle Bescheid wissen, was jetzt passiert. Und dann organisieren wir uns weiter. Wir werden alle Lieblingsköder, Spitzenhaken, die neuen Spinmats, also das komplette Programm, jetzt in unserem Online-Shop online stellen und ab sofort für die Zeit der Krise direkt an Angler verkaufen. 25% der Einnahmen fließen als Soforthilfe direkt an die Angelgeschäfte. Solange die Angelgeschäfte vor Ort nicht öffnen dürfen, verkaufen wir die Lieblingsköder an euch in ihrem Namen. Mir ist völlig klar, dass wir damit nicht alle ihre Probleme lösen werden. Aber ich will, dass die Angelgeschäfte wissen, dass wir sie jetzt nicht im Stich lassen und dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen. An alle Angler, die dieses Video sehen. Falls euer Fachhändler selbst einen Online-Shop betreibt, bestellt bitte bei ihm direkt im Online-Shop. Kommt nicht auf unsere Seite, ignoriert dieses Video, unterstützt ihn bitte direkt, indem ihr bei ihm im Online-Shop kauft. Dieses Video und diese Aktion ist für alle Angler, die ihren lokalen Händler unterstützen möchten, der keinen Online-Shop hat, der durch die Schließung unmittelbar in seiner Existenz bedroht ist. Kommt in unseren Shop, deckt euch ein für den Saisonstart. Draußen scheint die Sonne, wir können alle angeln gehen, ohne irgendjemanden zu gefährden. Unterstützt bitte euren lokalen Händler. Wenn ihr den Bestellvorgang abschließt, tragt in das Kommentarfeld ein, an welchen Händler die 25% eurer Bestellung geschickt werden sollen. Falls ihr dort nichts eintragt, verteilen wir das gleichmäßig auf alle Händler. Danke für eure Zeit. Wir machen uns an die Arbeit.
Auch für uns ist natürlich wichtig, dass wir jetzt nicht in Panik verfallen, dass wir einen klaren Kopf behalten, klare Gedanken behalten. Chris hat den dritten Vlog so gut wie fertig geschnitten. Der wird auch online gehen, aber ich glaube, man kann auch verstehen, warum es jetzt einen Tag länger dauert. Also Vlog 3, Vlog 4 und Vlog 5, ganz tolle Videos, gehen in den nächsten Tagen online. Dieses Thema war mir jetzt erstmal wichtig, das schnell zu bearbeiten und das klare Signal auch an die Angelgeschäfte zu schicken. Ihr seid nicht allein. Wir lassen euch in dieser schweren Situation nicht allein, sondern wir unterstützen euch und wir helfen euch, damit für euch die Situation irgendwie ansatzweise noch erträglich ist. Hier kommen die ersten Bilder. Das gesamte Team arbeitet jetzt an der Kampagne. Ich habe gerade das erste Foto bekommen. Soforthilfe für Angelgeschäfte. Super, gut. Auf uns kommen jetzt ganz viele Aufgaben zu, die wir so in der Form noch nie gemacht haben. Da müssen wir uns jetzt drauf vorbereiten. So, ich rufe als erstes jetzt mal schnell Uli an. Ja, Jens? Pepe? Ja? Wo ist denn die Mama? Telefoniert gerade mit dem Kunden. Sagst du ihr, dass sie mich gleich zurückruft? Sie hat gesagt, sie kommt. Ah ja. Also nicht aufnehmen. Okay. Hallo. Wie geht's dir? Geht so. Und dir, alles gut? Hier dreht ihr? Ja, wir sind gerade beim Dreh. Wir versuchen jetzt alles zu organisieren. Hast du gerade mit dem Kunden telefoniert? Der hat auch einen Laden von heute auf morgen dicht. Jetzt bauen die irgendwie einen eBay-Shop noch schnell zusammen. Ja, wir kriegen das okay. Alles hin. Ja, ja. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Es ist einfach krass jetzt. Den Händlern brennt einfach jetzt der Boden unter den Füßen weg. So in der Richtung stelle ich mir das vor. Soforthilfe für Angelgeschäfte, 25% an den Einzelhandel. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Roten Kreuz... Ich meine, es ist eine Hilfemaßnahme, aber wir sind jetzt auch nicht ein Krankenhaus oder Ärzte, oder? Jetzt gehen wir erstmal schnell zu Felix. Sprechen mit dem über die Situation und dann diesen Meeting. Felix? Ja? Grüße. Oder also Ellbogen. Dass wir jetzt die Artikel alle aufgebaut kriegen, die Inhalte eingestellt kriegen und warten auf Rückruf. Ey, die Angelgeschäfte, denen geht's echt am Arsch, ne? Wir müssen jetzt was machen, wir müssen durchziehen. So ein Gummitier nehme ich trotzdem. Na, ihr zwei. Kannst du uns helfen, den Angelgeschäften zu helfen? Ja. Kannst du uns dabei helfen, die Pakete zu packen? Mhm. Hast du schon mal ein Paket gepackt? Habe ich noch nie. Aber ich würde gerne helfen. Ja? Ja. Will ich drücken? Corona. Mich kannst du drücken. Okay. Schaffen wir das gemeinsam? Mhm. Schaffen wir. Okay, wollen wir gar nicht loslegen? Ja, wir legen los.